Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Erklärvideo. Heute erfährt ihr, wie ihr eure digitalen Bücher der OSS auch offline abrufen könnt. Vorab klären wir am besten mal, was ist denn überhaupt die OSS? Die OSS ist die Online-Schule Saarland, das digitale Bildungsprogramm des Kultusministeriums des Saarlandes. Darin befinden sich aktuell ein paar, zwar noch nicht alle in allen Klassenstufen, aber die meisten Bücher digital, sodass wir keine Bücher mehr in analoger Form benutzen müssen oder können. Wie ihr diese Bücher aber verwendet, sodass ihr nicht immer über Safari und dann über die OSS-Website euch die Bücher anschauen müsst, das zeige ich euch jetzt, also bleibt dran. Dazu gehen wir jetzt wieder an unser Schul-iPad. Die Voraussetzung dafür, dass wir die Bücher bald offline nutzen können, sind die drei Apps Bbox 2.0, Klett Lernen und Cornelsen Lernen. Falls ihr diese noch nicht heruntergeladen habt, dann öffnet ihr jetzt einmal den Illusion Agent Store. Sucht dort in der Liste diese drei Apps. Wie zum Beispiel hier die Cornelsen Lernen App und klickt auf Installieren. In meinem Fall ist das schon getan. Habt ihr das noch nicht gemacht, müsst ihr das jetzt zuerst tun. Stoppt also hier das Video, ladet euch die Apps runter und schaut dann weiter, wenn ihr soweit seid. So, wenn ihr jetzt die Bücher heruntergeladen habt, gehen wir wieder zum Homebildschirm und öffnen nun Safari. Denn bevor wir die Bücher in den Apps verfügbar haben, müssen wir zuerst ein paar andere Schritte machen. In Safari gehen wir jetzt auf die Website der OSS und melden uns dort mit unseren Benutzerdaten, die ihr von eurer Lehrkraft bekommen habt, an. Wenn wir angemeldet sind, befinden wir uns dann in eurer personalisierten Übersichtsseite. Dort müssen wir jetzt in das Bücherregal und tippen deswegen auf das Icon Bücherregal. Wir werden dann auf die Bildungslogin-Seite weitergeleitet. Dort findet ihr alle Bücher, die ihr für den Unterricht benötigt. Damit wir jetzt aber nicht immer diesen Umweg gehen müssen, uns anmelden müssen und dann das Bildungsportal und falls ihr auch mal kein WLAN habt und trotzdem auf die Bücher zugreifen müsst, müssen wir jetzt etwas tun. Falls ihr die Bücher noch nicht geöffnet habt, hier in diesem Bildungslogin über Safari, müsst ihr jetzt einmal alle Bücher anklicken. Das heißt, ihr klickt alle Bücher der Bbox, Cornelsen und Klett-Verlage an, sodass sie einmal geöffnet wurden. Dies hat den Hintergrund, dass die Bücher erst einmal geöffnet werden müssen, damit die Daten einmal heruntergeladen sind und das Programm weiß, wem die Bücher gehören. Sonst findet ihr sie nicht in euren Apps. Also, pausiert jetzt das Video, klickt alle Bücher einmal an, wartet bis die Seiten geöffnet sind und kommt dann wieder zurück. Für drei Bücher mache ich jetzt ein Beispiel, damit ihr wissen müsst, was ihr machen müsst. Machen wir ein Beispiel für das Geschichtsbuch. Wir klicken das Geschichtsbuch an. Es öffnet sich die Seite von Klett. Wir warten, bis das Geschichtsbuch geöffnet ist und wir die erste Seite des Buches sehen und schließen dann wieder oben den Tab des Geschichtsbuchs. Und öffnen dann das nächste Buch. In diesem Fall den Kontextdata Englisch der Oberstufe. Bei den Cornelsen-Büchern müssen wir aber zuerst E-Buch öffnen drücken. Und wenn wir diese Seite des Buches sehen, dann können wir erst hier das Buch schließen. Ansonsten müsst ihr nichts beachten. Also pausiert jetzt das Video, falls ihr es noch nicht gemacht habt, und öffnet einfach alle Bücher und schließt sie dann wieder, bis ihr das mit allen Büchern gemacht habt. Wenn ihr jetzt fertig seid damit, können wir auch schon Safari schließen und sind hier fertig. Da ihr ja am Anfang die drei Apps heruntergeladen habt, die wir jetzt brauchen, öffnen wir zuerst mal die Bbox 2.0 App und fangen damit an. Wir haben drei Apps übrigens, da alle Bücher von unterschiedlichen Verlagen sind und jeder Verlag hat seine eigene App. Etwas kompliziert, aber aktuell die einfachste Lösung. Hier müssen wir uns jetzt auch nochmal anmelden, damit die App weiß, welche Bücher sie überhaupt öffnen soll. Dafür gehen wir auf Anmelden, warten einen Moment, bis sich das Fenster geöffnet hat und fertig geladen hat und scrollen dann etwas runter, bis wir den Button
Anmelden über Bildungslogin sehen. Diese Webseite kennt ihr noch von eben, wo wir die Bücher einzeln geöffnet haben. Dort klicken wir jetzt drauf. Scrollen wieder etwas runter und wählen unsere Online-Schule Saarland aus. Und dort meldet ihr euch wieder mit euren Anmeldedaten an. Wenn ihr dies gemacht habt, werdet ihr direkt weitergeleitet und seht eure Bücher. In meinem Fall habe ich die Bücher schon im Voraus heruntergeladen. Es kann aber sein, dass die Bücher bei euch noch grau hinterlegt sind. Das bedeutet, dass ihr einfach jedes Buch einmal anklicken müsst und auf Herunterladen klickt. Dabei müsst ihr beachten, dass ihr die App während des Vorgangs des Herunterladens nicht schließen dürft. Ich würde euch raten, dass ihr die Bücher direkt zu Hause, wenn ihr dieses Erklärvideo euch anschaut und alles einrichtet, zu Hause einmal Stück für Stück runterladet, damit ihr sie in der Schule, auch mal wenn ihr kein WLAN habt, immer abrufen könnt. Dasselbe müssen wir jetzt aber auch noch für die drei anderen Apps machen, da hier nicht alle Bücher drin sind. Wir gehen also nochmal zum Homebildschirm und öffnen als nächstes die Klett Lernen App. Dort öffnet sich direkt das Anmeldefenster und wir klicken auch hier wieder Anmelden mit Bildungslogin. Scrollen wieder etwas runter und klicken auf unsere Online-Schule Saarland. Und melden uns auch hier wieder mit unseren Daten an. Nun scrollen wir etwas runter und klicken Anmelden oder einfach die Enter-Taste auf eurer Tastatur. Auch hier kommen wir direkt zu unseren Büchern und müssen diese auch hier wieder runterladen. Dazu klickt ihr auch hier wieder auf das Download-Symbol mit dem Pfeil nach unten und ladet wie in der Bibel alle Bücher wieder mit meiner Empfehlung erstmal zu Hause runter, sodass ihr auch hier die Bücher wieder offline, also ohne Internetverbindung, benutzen könnt. Und zu guter Letzt die restlichen Bücher, die sich in der Cornelsen Lernen-App befinden. Auch diese öffnen wir, nachdem wir wieder auf den Homebildschirm gegangen sind. In der Cornelsen-App klicken wir hier auf Anmelden. Klicken nun auf Über die Schule anmelden und dann auf den Bildungslogin. Dasselbe Schema wie beim letzten Mal. Wir scrollen wieder etwas runter und klicken unsere Online-Schule Saarland an und loggen uns ein letztes Mal mit unseren Daten ein. Scrollen wieder runter und drücken Anmelden oder die Enter-Taste. Und nach einem Moment haben wir auch hier unsere Bücher. Sollten dir hier nicht alle Bücher angezeigt werden, dann klickst du jetzt oben rechts auf die drei Striche mit dem Pfeil nach links und drückst einmal Bücherliste aktualisieren. Spätestens danach sollten deine Bücher dir angezeigt werden und du musst sie auch hier wieder alle downloaden. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und geholfen. Falls du noch mehr solcher Erklärvideos sehen möchtest, dann folg doch einfach unserer THG-Schülervertretung auf YouTube, denn dort laden wir ständig neue Erklärvideos hoch. Oder folg dem normalen THG-Sulzbach-Account. Dort kommt auch immer Neues an Updates. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.